So, guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, habe ich niedliche Stoffreste bekommen von einer ganz lieben Freundin. Und da wollte ich jetzt ein bisschen was machen für meine Minis. Wenn ich schaffe, kann ich die dann mit nach Eschwege nehmen. Genau, ihr müsst entschuldigen, weil ich schon länger nichts mehr reingestellt habe, aber ich bin eigentlich nur am Routen. Und ich meine, Routen, das habe ich gesehen, das sehe ich ja immer, wie viel reingeschaut haben. Und da haben kaum welche Interesse. Also deswegen mache ich das auch überhaupt nicht rein. Ne? Genau. Und wenn ihr irgendwie Interesse an irgendwas habt, entweder Anfängerkurse für Häkeln, Stricken, Nähen, was auch immer. Ich habe meine Haare bloß hochgesteckt. Schaut es mir nicht so an. Genau. Das sagt mir einfach Bescheid, oder wenn ihr wieder mal wollt, dass ich irgendwie ein Ribbon mit euch zusammen mache oder ein OAK bis zum Silly oder Inni macht fast alles. Und ich muss nur wissen, dass ich es lohnt, dass ich die Videos dann hochlade. Ne? Also die, die am meisten die Stimmen abgegeben haben, ihr müsst bloß kurz, ihr braucht es nicht viel reinschreiben, nur was euch interessiert. Ich versuche das dann wieder öffentlich zu machen, weil da habe ich manchmal Probleme, weil das sich ständig ändert in YouTube mit den Kommentaren, und da musste ich schon ein paar Mal umändern, da wären eigentlich noch mehr Videos gekommen, aber bis ich das alles gemacht habe, ist das schon wieder nicht mehr aktuell, und da bringt mir das nichts, die alten Videos dann hochzuladen. So, also ich wollte euch heute ein Stückchen mitnehmen, und zwar für meine Minis, wie gesagt, ein bisschen was machen. Ich muss erstmal die Stoffreste gerade schneiden, sonst bringt es mir ja nichts, wenn es schief und krumm ist, vor allen Dingen wenn es Muster ist. Und dann lege ich das jetzt andersrum, so rum. Genau. Und ich mache dann mal vier Lagen, weil ich brauche das viermal, weil ich so ein süßes Käppchen mache für die Kleinen. Also mal schauen, die Breite. Das wären zweimal, dreimal, viermal. So, genau. Dann mache ich das so, lege das dann hier auf. Das habe ich, das kennt ihr ja, ne, von mir. Ich mache da immer so meine Schnitte selber. Und da wird es jetzt mit so einem Stift, der verschwindet irgendwann oder beim nächsten Waschen spätestens, aber eigentlich verschwindet er nach einer gewissen Zeit völlig, und das macht man manchmal auch an den Ribbon-Köpfen, ne? Wegen dem Routing, aber die Geübten brauchen das nicht mehr, das ist nur für Anfänger dann geeignet. So, und schaut mich nicht an, ich bin meistens dreckert, weil ich schon wieder unten in meiner Werkstatt war, und ja, da habe ich immer ein bisschen was zum Tun. So, jetzt schneide ich die vier Stücken aus, die ich brauche. So. Da habe ich vier Babys, nehme ich dann mit. Wenn ich schaffe. So, habe ich jetzt vier Stück. Eins. Nee, sogar fünf. Ich gar nicht zu viel machen müssen. Doch zwei, nee, vier Stück, stimmt. Vier. Vier solche habe ich jetzt. Und die kommen dann so aneinander. Das ist schon alles Biebselarbeit. Also da wisst ihr auch, warum das alles so teuer ist. Weil letzten Endes ist das reine Handarbeit. Und dann kommt noch eine Blende drum. Also, gell, wollte ich euch nur sagen, dass ihr das auch ein bisschen mitfühlen könnt. Dass halt das Geld nicht rausgeschmissen ist. Es ist wirklich reine Handarbeit. Inni tut nichts kleben. Gell? Also ihr könnt diese Klamötchen in kleine Säckchen reintun. Die gibt es ja überall mit dazu. Da, solche kleinen Säckchen, wenn man so kleine Geschenke hat und so. Da braucht ihr das bloß reinlegen und auf 30 Grad waschen. Bitte, 30 Grad. Ne? Und passiert überhaupt nichts. Und wenn man eine Naht aufgeht, nehmt Nadel und Faden in die Hand. Ihr könnt es dann wieder zusammen machen. Das ist alles mit der Hand ordentlich vernäht. Ne? Normalerweise dürfte es nicht aufgehen, aber es ist, ich habe es gesehen, es ist schon mal irgendwo, das war hier unterhalb vom Schritt,
irgendwie zwischen Schritt und hier die Obernaht. Aber gut, mein Gott, da ist passiert. Ne? Was nicht 100%. So, jetzt wollte ich aus dem dann noch ein Kleidchen machen. Was brauche ich denn da? Zweimal? Steht da was drauf? Ja. Kleidchen zweimal und einmal ganz. Also ich brauche 3 Stücken. Da habe ich so ein kleines Mini-Kleidchen. Also ich brauche es zweimal. Genau. Dann mache ich das so. Also muss ich das noch einmal doppelt machen. Doppelt legen. Dann muss ich erstmal die Breite machen von dem Kleidchen. Weil wie gesagt, ich habe hier kleine Restelle. Und das sollte das schon dann reichen. Für meine Minis. So. Also einmal komplett die. So. Ach, da habe ich die falsche Seite aufgemacht. Die ist zu dünn. Deswegen habe ich extra das Zeichen drauf gemacht. Jetzt habe ich es aber trotzdem ignoriert. Da, wenn ich das anzeichne, das sieht man überhaupt nicht. Das ist zu fein, die Seite. So, und dann denke ich, dann haben wir das mit dem Stoff hier. Das mit dem Stoff dann durch. So. Da kommen dann meine Stecknadeln zum Einsatz. Ich zeige es euch gleich einmal, wie das dann ausschaut. So. Damit mir nichts verrutscht. Weil auch im Kleinen muss es genauso genäht und gemacht werden wie im Großen. Na, seht ihr da, habe ich das Kleidchen angezeichnet. Das schneide ich jetzt so aus. Jetzt ist es schön fixiert mit den Stecknadeln. Da habe ich meine kleine Schere. Ich müsste wirklich gute Schere nehmen. Gute Scheren. So. So. Dann haben wir nämlich ein Teil. Und das hintere Teil ist dann offen. Das ist alles ganz schöne Piepselarbeit, sag ich euch. Das müsst ihr mal ausprobieren, so was Kleines zu nähen. Meine Augen machen auch nicht mehr so mit. Ihnen wird ja alt langsam, ne? Oder älter, sagen wir so, ne? Machen wir uns ja nicht älter, wie wir sind. Hi, da. Ein kleines Kleidchen. Da machen wir natürlich noch ein Accessoire ran, damit es ein bisschen hübsch ausschaut. Das ist dann das vordere Teil. Dann haben wir das dann schon. Und dann machen wir daraus noch das hintere Teil. Und dann haben wir den Stoff schon verbraucht. Und umso größer meine Stoffreste sind, umso größere Sachen kann ich dann auch noch zuschneiden. Das werde ich dann ab dem hier machen. Da habe ich ein bisschen mehr. Ne? Dann machen wir schöne Strampelchen. Ne? Für die großen, für die 35 cm. Das glaube ich, das reicht sogar. Hehe. Ich muss bloß schon wegen dem Muster. Die Streifen sind gleich. Ah ja, ich hatte es so rum. Dann machen wir das auch so rum. So. Genau. So, aber hier, wenn ich das jetzt ansetze, und das wollte ich euch mal erklären, da habe ich hier so, ne, also einmal im Ganzen und 2 Stücken hier. Und hier müsst ihr aber dann ein bisschen Platz lassen. Das zeige ich euch auch gleich. Ich male das jetzt mal an. Ihr müsst das einfach ein paar Zentimeter, wie eure Naht ist, von dem hier weg. Aber ich zeige es euch gleich. Damit ihr das umnähen könnt und einen Druckknopf noch schön drauf. Und dann wird es nämlich auseinandergeschnitten. Und das geht einfach nur gerade rüber, weil man ja das einschlägt. Ich zeige es euch gleich, damit ihr wisst, was ich meine. So. Und ich habe das schon einmal gemacht. Das nenne ich immer als meine Leiche. Weil meistens ist es eine und ich muss es wegschmeißen. Aber meine Leiche hat geklappt. Und deswegen habe ich dann meine Zeichnungen und meine Sachen aufgehoben und kann die jetzt wirklich verwenden. So, Moment, ich fixiere es erstmal und dann zeige ich euch das, dass mir das nicht abhaut hier.
nicht verrutscht, ne? Also das wäre dann nicht so gut. So, schaut, da seht ihr das, dass ich das hier verlängert habe. Und zwar schneide ich das dann auf. Das zeige ich euch auch alles. Ich muss euch ein bisschen mitnehmen, damit ihr das seht, wie ich das mache. So, ne? Und hier habe ich das verlängert. Das tun wir dann umnähen und machen dann hier oben Druckknöpfchen drauf. Genau. Und dann, wie gesagt, mache ich noch ein bisschen Accessoires und ein bisschen Tütü. Ja, ich liebe das einfach. Das kann ich echt den ganzen Tag machen. Püppchen in aller Art. Echt, ich kann auch Püppchen aus Stoff machen. Da habe ich schon mal angefangen. Und irgendwie, ich habe so viele kreative Ideen. Deswegen möchte ich eigentlich auch, seid mir bitte nicht böse, keine Aufträge mehr annehmen, weil ich euch auch, ich biete euch natürlich Sachen immer wieder an. Das ist ganz klar. Ihr kriegt immer wieder was Süßes von mir. Und ihr müsst euch halt, mich halt bloß immer verfolgen. Und vor allen Dingen, ihr könnt ja auch für Eschwege euer Geld sparen. Und ich bin ja in Eschwege und da verkaufe ich natürlich dann die Sachen, die ich dann hier mache. Also ich habe ungefähr immer so 4 Stück von jedem. Außer jetzt von meiner Melli, nicht die Melli, die Mina. Die Mina ist diese mit den einen Augen, die ist so groß, da habt ihr Fotos auch schon gesehen, ihr müsst halt mal reinschauen bei mir. In Facebook oder Instagram müsste es auch drin sein. Und ich habe sie auch hier auf die Videos drauf. Und da habe ich 2 Stück. Ich mache sowieso nochmal ein Video, bevor ich fahre. Und was findet statt bis jetzt? Eschwege, Inchen ist im Dünselbacher Turm, Schatzis. Aber wie gesagt, seid mir nicht böse, dass wir nicht knuddeln und drücken können und so weiter. Wir haben. Ich kann schon immer hören, ich sag's mal lieber nicht. Wissen wir ja alle, was wir haben. In der Luft. Ich sag mal nichts dazu. Ich äußere mich mal nicht dazu, weil sonst, glaube ich, wären wir heute hier nicht fertig. Okay, also, das habe ich jetzt hier aufgeschnitten, weil ich habe es ja übereinander geschlagen. Und jetzt kann ich meine Fixiernadeln wieder wegmachen. Und dann wird es dann zugemacht. Ich setze es mal kurz an, dann seht ihr das. Ja, 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 ich mache das so gern. Das gefällt mir immer, wenn das dann noch so klappt, wie man sich das immer noch so vorstellt. Das ist echt klasse. Ja, oder genau, das fällt mir gerade ein. Ine ist ein bisschen so ein kleiner Milchschüssel. Ich stricke euch auch wieder mal was, eine Anleitung oder so. Also sagt mir, was ihr haben wollt. Ich bin schon wieder an süßen Sachen dran. Also seht ihr, ne? Hier, das lappt hier über. Das wird dann, wie gesagt, hier eingenäht. Und dann haben wir Kleidchen und ein süßes Mützchen. Meine kleinen, wie habe ich denn die genannt? Die sind ja noch neu. Da nehme ich 4 Stück mit, wenn ich es schaffe. Ich muss sie noch bemalen. 2x Mina, 4, nee, 3x Reborn, 1, 3x Reborn, 4 kleine Hündchen, das ist eigentlich nur, sind nur Kleinigkeiten, dann noch eine Überraschung, das will ich euch nicht verraten, ist ganz was Süßes, an, nicht zu teuer, ihr könnt, steckt ein bisschen Geld ein und dann werdet ihr das schon sehen, es ist wirklich was Süßes, also das kann man auch total lieb haben. Wer halt sich was Großes nicht leisten kann. Ich verstehe es ja und ich mache ja alles so günstig, wie es geht. Und demnächst kommen auch so Art Messebabys, die halt keinen Künstlernamen haben. Und die kann ich natürlich dann auch dementsprechend anbieten. Ihr wisst ja, ich mache das nicht wie die anderen mit den 16%. Die geben das dann auch weiter. Und genauso mache ich das. Wenn ich billiger einkaufen kann, dann gebe ich euch das natürlich weiter und schlage das nicht drauf, ne? Weil ich mache das ja als Hobby, ich liebe das und ich gebe das gern her und ich möchte halt, dass ihr Freude daran habt an den Babys, ne? Genau. Und wenn was ist, ich bin ja hier, ich kann euch ja helfen. Egal, ob ihr meine Hobbysache mitmacht oder so, ihr könnt mich ruhig mal anschreiben. Aber habt bitte etwas Geduld mit mir. Ich habe große Familie und Ini hat nicht immer Zeit. Also wartet ein bisschen oder schreibt dann mal Huhu oder macht mal ein paar Zeichen. Und ich warte auf Antwort oder sowas, ne? Dann seid mir doch nicht böse, weil ich habe auch nichts. Und könnt ruhig schreiben. Genau. So. Wollte ich noch irgendwas quatschen? Nö.
Müsst ihr halt, wie gesagt, nur wissen, was euch interessiert, weil Routen, das weiß ich, dass das ein No-Go ist im Internet. Und Babys, Silikonbabys, bin ich jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt total wie gelähmt in dem Sinne, weil ich muss ja jetzt ein bisschen was, oder ich muss nicht, ich möchte halt gern ein bisschen was nach Eschwege mitnehmen und euch ein bisschen präsentieren, aber viel habe ich halt leider nicht. Ich habe dann noch einen Hans, ich verwechsel den immer mit Holger, ich habe noch einen Hans. Ach, Holger, bitte nicht mehr fragen, nicht mehr nachbestellen bei mir. Ich erstmal nehme ich keine Aufträge mehr an, aber ihr seid mir nicht böse, den gibt es nicht mehr. Es sind noch zwei Bestellungen da und die habe ich auch noch, ne? Die Holger. Gell? So, ein Hänschen habe ich noch, einen Poppy Dog, das war der letzte. Den nehme ich noch mit. Dann habe ich noch zwei OAKs, ganz süße Dinger. Wenn ich schaffe, mache ich noch eins. So, wie habe ich denn die genannt? So wie kleine Kasperle und Mäuschen und so. Also so einfach so Fantasy mit Stoffkörper. Dann sind die OAK-Ärmchen dran mit Köpfchen und die sind total süß. Finde ich ja. Und dann habe ich noch ein Sternenkind ist noch übrig, ein Junge. Davon habe ich schon auch einige verkauft, weil viele Muttis haben wirklich das gebraucht. Und einfach was für die Hand, ne? Ja, und die sind ja alle mit Liebe gemacht. Und was habe ich noch dann, wenn ich schaffe, die vier Minis? Viermal Alice. Die schaffe ich auf alle Fälle. Also viermal Alice ist da, gell? Also, und ein Junge von der Alice. Also wer da was sich ausgesucht hat, die Alice ist ein Taschenbaby. 20 cm. Und habe ich sonst noch irgendwas? Lass mich mal überlegen. Das habe ich reingesetzt in den Wagen. Das habe ich gesagt. Das andere ist eine Überraschung, habe ich gesagt. Und dann schaue ich zu, dass ich die Hündchen noch fertig mache. Und die vier Minis noch. Genau. Das ist eigentlich alles, was ich habe. Mehr schaffe ich einfach nicht. Aber gut. Hauptsache, ich bin präsent. Da könnt ihr mich mal live sehen, ihr Lieben, gell? Ja, ich freue mich schon auf einige. Wir sind so lange schon zusammen. Ich glaube, schon bestimmt 6 Jahre oder so. Es reicht manchmal nicht. Da haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich mal einen Auftrag für sie gemacht oder mal für den. Oder ja, dadurch kennt man sich eigentlich. Das sind viele dabei. Wir kennen uns sehr gut. Dann gibt es welche dabei, die habe ich noch nicht kennengelernt oder höchstens vielleicht einmal kurz gesehen. Aber ein paar kenne ich wirklich persönlich und ich freue mich da einfach wieder drauf. Das ist für mich eigentlich kein Verkauf in dem Sinne. Für mich ist es einfach nur präsent sein und Freude und Spaß daran zu haben, euch wiederzusehen. Weil viele schreiben mir ja nur und die kennen mich nicht und da habt ihr die Möglichkeit, mich mal kennenzulernen. Ja. Und ich freue mich auch so, weil ich liebe ja das ganze Puppenzeug, wisst ihr ja. Und Ini schnorcht auch dann gerne in dem Essen rum. Ja, und da sind auch viele Freunde dabei. Oh oh, da werde ich meinen Stand etwas vernachlässigen. Seid mir da bitte nicht böse, falls Ini nicht zugegen ist, aber dann wird mein Mann da sein. Oder gleich nebenan habe ich meine Mädchen, 2 Stück, 2 Mädels und die haben meine Handynummer. Und wenn was ist, die können mich auch zurückordern. Ja, genau, so machen wir das dann. Genau, ich freue mich wirklich riesig auf Eschwege und ich werde jetzt auch nicht mehr so viele Videos hochladen bis dahin. Und ich habe nochmal die Dame angeschrieben, die das veranstaltet. Und die Liebe hat mir auch geschrieben gleich und es findet statt, ihr Lieben. Also, ich wusste es auch nicht, weil es sich ständig geändert hat, aber bis jetzt findet es statt. Also ich muss ja auch davon ausgehen. Und deswegen mache ich jetzt diese Sache. Ich schaue mal, wie viel ich schaffe. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Ich darf jetzt mal nicht zu viel quatschen. Muss mal weitermachen, gell, ihr Lieben? Und wir sehen uns. Und wenn nicht, dann hören wir uns und sehen uns hier, gell? Also dann, viel Spaß. Auch wenn das Wetter nicht so schön ist, wünsche ich euch trotzdem eine schöne Zeit.